So, bitte, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Nerolo Shorts. Heute mit dem Spiel. Gerade, ich hab's extra geübt. Ich hab's extra geübt, jetzt verkacke ich's. You done nap done. Ich glaube, dass man es so ausspricht. Jedenfalls. Wie man lesen kann, es ist wieder während einem Landung entstanden, innerhalb von 72 Stunden. Ihr merkt schon, ich habe öfters solche Spiele, die von solchen Conventions kommen. Und das Ganze hier schimpft sich ein Horrorspiel. Ich weiß es nicht. Wir werden es mal anschauen. Ich habe noch nichts dazu geguckt. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Play. Und schauen uns dieses sehr, sehr stille Spiel mal an. Hä? Okay. Die Steuerung ist sehr seltsam und die Tatsache, dass das Spiel keinen Sound hat, ist auch ein bisschen verwirrend. Allerdings finde ich sehr interessant, mal so ein wirklich 3D-Spiel zu sehen. Weil diese Ludum Dares, falls ich das überhaupt richtig ausspreche, bisher in der Regel immer 2D-Spiele waren. Ist das hier mal was anderes? Aber das ohne Spaß, ne? Das steuert sich wie ein Besoffener. Ah, ich hasse es, wenn die Kameraperspektive wechselt und die Steuerung gleich mit. Okay, okay, okay. Nein, nein, Hilfe! Lauf weiter, kleiner Mann in roter Robe! I don't want this! Und wir gehen hier lang. What the fuck? Wow! Ich hab Angst vor diesem schweigenden Monster. Hier ist noch eins! Nein! You died. What the fuck? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal woanders lang. Und gehen diesen Viechern aus dem Weg. Und jetzt? Aha, what the fuck? Stopp an dem Licht! Woo, Baby! Ich will das nicht mehr! Was ist denn das Auge da? Help me! Das Spiel ist doch für Besoffene! Ich glaube, ich habe ihm Schaden gemacht, aber... Hä? Ich laufe immer weiter im Kreis, weil... Warum denkt sich der Entwickler auch, dass die Steuerungstaste eine gute Taste zum Spielen sei? Dass man damit die ganze Zeit irgendwelche Menüs öffnet, ist doch klar. Ja gut. Und jetzt klebt mir dieses Ding wieder an meinem Gesäß und ich kann nichts machen. Dieses Spiel ist so beeindruckend toll.
Lieber Paul Lawitzki, ne? Ich will ja nicht sagen, dass das Spiel scheiße ist. Aber ich will dir sagen, dass da noch Arbeit reingesteckt werden muss, und zwar viel. What the fuck? Du steuerst dich wie ein Besoffener. Das ganze Spiel hat keinen Sound. Das ist ein Horrorspiel. Horrorspiele ohne Sound. Was ist das? Ich will nicht behaupten, dass ich in 72 Stunden mehr hinbekäme, aber... The fuck? Wenn ich was grundlegend falsch gemacht habe, Leute, dann schreibt's mir in die Kommentare. Jedenfalls. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir ganz eine positive Bewertung. What the fuck? Wenn der Part euch nicht gefallen hat, dann gebt mir eine negative Bewertung und haut mir Kritik in die Kommentare, mit der ich arbeiten kann. Jedenfalls. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir hören uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Das Spiel ist doch für Besoffene.